So, hallo liebe Freunde von allen sozialen Netzwerken, hier ist eure spirituelle Anarchistin und heute mache ich ein Video, wo es nochmal um meine Bücher geht und es kommt dann auch eine spannende Leseprobe. Ich habe euch ja erzählt, dass ich auch das Thema Drachenlord, also den YouTuber Drachenlord, den meistgehasstesten YouTuber von Deutschland, dass ich den in meine Geschichte einbaue, ins Mittelalter versetzt. Und zwar kommt es in dem zweiten Teil meiner Serie, Astragon-Serie, das neue Imperium. Dort wurde ich das ganze Thema Drachenlord, den ganzen Hate gegen ihn, das Cybermobbing quasi ins Mittelalter versetzen und thematisieren. Ja, sehr ausgewogen, halt also nicht irgendwie jetzt pro Hater oder pro Drachenlord, sondern halt also von beiden Seiten betrachtet, ganz witzig gemacht. Ich habe da ja schon angefangen, ich habe da schon einiges geschrieben. Ich habe ein ganzes Kapitel dem Drachenlord gewidmet, kann ich euch sagen, und das wird eine Lesenprobe sein, die ich auch beim nächsten Video oder beim übernächsten Video euch vorlesen möchte. Ja, so, heute geht es jetzt nochmal um das Astragon Teil 1, also Spiel einer anderen Welt. Das ist jetzt nochmal das Cover. Das ist jetzt aber jetzt noch ein bisschen älteres Cover. Ich habe ja über verschiedene Verlage meine Bücher rausgebracht und auch als E-Book. Da ist jetzt ein neues Cover. Das werde ich euch dann im Titelbild quasi dann einbilden. Mache ich dann hier zum Titelbild vom Thumbnail, also quasi zum Thumbnail. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, also wie gesagt, es gibt noch eine Aktion, die geht es ungefähr eine Woche, wo es mein Buch also kostenlos als E-Book gibt, da könnt ihr es kostenlos lesen könnt. Könnt ihr auch hier kostenlos lesen am Kanal. Ich würde mich aber freuen, wenn ihr dann auch das Taschenbuch kauft. Es ist auch farbig illustriert und wenn ihr auch mir im Kanal spendet, dann kann ich das Geld wieder investieren in Schriftstellerei oder auch für bessere Videos, je nachdem. Ja. Okay, heute geht es einmal um die Risin, Skadi, die Hauptbösewichtin, könnte man sagen, in der Geschichte. Jetzt hätte ich schon beinahe gesagt, in dem Film. Ich hoffe ja, dass mal verfilmt wird. Das wäre natürlich eine geniale Sache. Es ist ja doch auch eine Geschichte aufgemacht nach Herr der Ringe, kann man sagen. Ja, nur dass halt, ja, dass halt statt Orks sind quasi die Dunkelelfen spielen so die große Bösewichtrolle. Heute geht es um die Königin Skadi, Kämpferriesin, Amazone, ja, die Vorgeschichte davon. Ich habe, jetzt fange ich aber noch an der Stelle, wo es zu dem Machtkampf kommt in dem alten Urigreich. Habe ja schon mal angefangen zu lesen beim letzten Video. Okay, dann würde ich mal sagen, dann fange ich mal an, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. So, also, ja, also die Fürsten um den Herzog Benden, ja, und die Militärs um den General Herzog streiten sich um die Macht, nachdem der König, der Großkönig Uri gestorben ist, der gute alte König. Der Zauberer Galenus bewegt sich quasi durch Dimensionsreisen Richtung der Erde in der heutigen Zeit, um dort den Held zu finden, der nach lauter Prophezeiung Astragon quasi befreit von dem ganzen Bösen, kann man sagen. Ja, es gibt dann den bösen Schurke Sellius, der auch diesen Machtkampf von den Fürsten und von den Militärs nutzt. Und ich lese jetzt mal weiter. Also, diese Zeit der Unsicherheit nutzte nun Urix, alter Erzfeind, der bislang im Osten des Reiches in Schach gehalten wurde, Sellius. Sellius war einst Herzog in Urix Reich, doch er verriet seinen König und errichtete in Rabenfels sein eigenes finsteres Königreich. Graf de Lusignan, der auf Reichtümer und Ländereien hoffte, ritt mit seinem Pferd zum finsteren Herrscher ins Land des Schwarzen Raben, um ihn zu treffen. Öffnet mir die Tore von Burgheim und ich werde euch mit Ländereien und Gold reich belohnen, versprach der düstere Sellius dem Grafen. Und Lusignan reiste nach Burgheim, um zu tun, wie ihm Sellius geheißen. Der verräterische Graf, der für die Sicherheit der Hauptstadt zuständig war und so tat, als würde er auf der Seite des Generals stehen, bestach die Stadtwachen Burgheims, sodass die im rechten Moment die Tore öffneten. General Markus befand sich gerade mit seinem großen Heer auf einem Feldzug gegen Herzog Benden, dem Anführer der Fürstenallianz. Da wurden in Burgheim durch den Verrat des Grafen Lusignan die Tore für Sellius und seine schwarze Armee geöffnet.
So konnten die Truppen des Schwarzen Raben, die in der Nähe der Stadttore auf der Lauer lagen, in die Stadt eindringen. Der grausame Tyrann König Sellius eroberte so die Hauptstadt des großen Reiches Burgheim und die mit Abstand wichtigste Stadt im Land. Die Militärs um General Markus waren nun ihrer Stadt beraubt und konnten sich nur noch in die Berge und Wälder flüchten. Einst war Burgheim, wie der Name schon sagte, eine Burg. Doch lag sie an wichtigen Handelsstraßen. So kamen Händler und immer mehr Volk siedelte sich an dem Fuße der Burg an. Burgheim wurde über die Jahrhunderte eine mächtige Metropole mit etwas mehr als 1 Million Einwohner. Sie war auch nach der Zerstörung von Pantopolis 2 Millionen Einwohner, die Hauptstadt des alten Kaiserreichs und mit Abstand die größte Stadt in Astrakon. Sellius überfiel mit seiner schwarzen Armee das Land und plünderte die Dörfer. General Markus hatte nun noch einen Teil der Armee, der sich nunmehr in Unterschlüpfen tief in den Bergen und Wäldern Astrakons vor Sellius Scharken und den Truppen der Fürsten versteckte. Ihm unterstanden allerdings die Elite-Ritter des alten König Urik. Er und seine Ritter wurden allerdings nach dem Verrat des Grafen Lusignan in Burgheim nur noch von ein paar Dörfern im Umfeld unterstützt. Herzog Benten und seine Allianz aus Grafen und Barone erkannten die Herrschaft des Sellius ebenfalls nicht an. Benten wie auch Markus trachten jedoch selbst nach der Krone und lagen auch untereinander im Streit. Also mal kurz zur Erklärung, also wie gesagt, es geht um die Fürstenallianz von Benten, die Militärs um den obersten Heerführer Markus, also den obersten Heerführer von dem alten König, und der Sellius, der finstere Schurke. Also das sind quasi die drei Fraktionen, die quasi dort um die Macht kämpfen, ja. Der Herzog und seine Fürstenallianz verteidigen an Land, was noch von Uriks Reich übrig war. Sellius regierte nun einen großen Teil des großen Reiches und das mit eiserner Hand. Als erste Amtshandlung erhöhte er die Steuern und die Bevölkerung in seinem Machtbereich stöhnte unter grausamer Willkür und Knechtschaft. Urik und Sellius waren Könige vom Menschenvolk, doch es gab auch Trolle, Zwerge, Riesen, wildes Volk, Elfen, Tilibris, Mokotais, Valkyren und Dunkelelfen. So, Kapitel: Eine Riesin wird Königin. Und so herrschte auch eine Königin der Dunkelelfen mit Namen Skadi, eine amazonenhafte Riesin, groß und stark. Sie regierte ihr Reich nicht weniger skrupellos wie Sellius. Skadi war die Tochter von Mathilde, einer Riesin, und Morak, einem König der Dunkelelfen. Morak verliebte sich einst in Mathilde, die schon lange bei den Dunkelelfen lebte, und machte sie zu seiner Königin. Mathilde war eine dicke, dominante Frau, Morak hingegen von eher schmächtiger Statur. Es dürfte wohl klar sein, dass Mathilde die Hosen anhatte in der königlichen Beziehung. Die zur Zeit noch Prinzessin Skadi war die verwöhnte Tochter der beiden. Sie war zwar eigentlich eine Halbriesin, doch körperlich fast so groß wie eine reinrassige Riesin. Skadi erbte die Körpergröße von ihrer Mutter, spitze Ohren und gräuliche Haut von ihrem Vater. Also spitze Ohren und gräuliche Haut sind die Kennzeichen der Dunkelelfen, nur zur Erklärung. Ihre Haare waren lang, schwarz und sie hatte einen durchtrainierten, muskulösen Körper. Ihr linkes Auge war rot wie das der Dunkelelfen und ihr rechtes blau wie das ihrer Mutter. Damit verkörperte sie die Vereinigung von Riesen und Dunkelelfen in einer Person. Die Dunkelelfen hatten ihr Königreich in Finsterland und die Hauptstadt hieß Finsterstadt. Finsterstadt war bei weitem nicht so groß wie Burgheim, doch war sie schwer befestigt und glich mehr einer Festung als einer Stadt. Jeder Herrscher, der die Dunkelelfen regierte, setzte sehr auf die Verteidigung der Hauptstadt. Und so wurden gewaltige hohe Stadtmauern errichtet, die mehrere kleine Burgen miteinander verbanden. Vor der Machtübernahme durch Skadi in Finsterstadt. Der König der Dunkelelfen versammelte seine Berater, um über die Vergrößerung des Heeres zu beraten. Zugegen waren unter anderem Prinzessin Skadi, der oberste Heerführer Horak, ein loyaler General des Königs, und Lorak. Mathilde Ness kontrollierte in der königlichen Küche, ob das Abendessen zu ihrer Zufriedenheit zubereitet und angerichtet wurde. Lorak war der kluge Herold der Dunkelelfen. Ihm gelang es, durch diplomatisches Geschick, die Dunkelelfen vor dem Abgrund der Vernichtung durch andere Völker zu retten. Durch ihn wurden die Dunkelelfen sogar zu einem Volk mit einem mächtigen, gefürchteten Königreich. Und so kam Lorak zum Thron und brachte seinem König Kunde von seiner diplomatischen Mission in Burgheim. Mein König, König Urik will den Waffenstillstand unbedingt aufrechterhalten, den wir geschlossen haben. Anscheinend hegt er keinen Groll mehr gegen uns. Doch das, obwohl seine Söhne im Kampf gegen unsere ruhmreichen Truppen fielen.
Allerdings wurde er inzwischen schwer krank und die Krankheit könnte tödlich sein. Ich befürchte, dass Urik bald sterben wird. Wir kennen noch nicht seinen Nachfolger. Ich muss wissen, was geschehen wird, sagte darauf Morak. Wird es Frieden geben oder Krieg? Nein, wir sollten uns auf jeden Fall auf Krieg vorbereiten, antwortete Lorak. Der Waffenstillstand verschafft uns die nötige Ruhe, um alle Kraft in die Vergrößerung unserer Armee zu stecken. Kürzlich berichteten mir meine Spione, dass König Jark aus dem Elfenland eine Rede zu seinem Volk hielt. Dabei sagte er, dass die Verbrechen unseres Vaters eures Vaters Thorak nicht vergessen seien, als dieser einst über alle Elfenstämme regierte. Wir müssen uns also auf einen Krieg mit unserem Brudervolk einstellen. Ha, Brudervolk, warf Prinzessin Skadi ein. Wir sollten angreifen und diesen Verrätern eine Lektion erteilen. Dann, liebe Tochter, riskieren wir, dass sich die anderen Königreiche gegen uns verbünden, erwiderte darauf ihr Vater. Uri könnte jederzeit den Waffenstillstand beenden. Und statt einem Gegner bekommen wir es mit mehreren zu tun. Als künftige Königin solltest du nicht so ungeduldig sein. Du musst lernen abzuwarten. Warte erst, bis dein Gegner Schwäche zeigt. Und dann erst schlage zu. Ich gehe trainieren für den Kampf, sagte daraufhin die Prinzessin und verließ den Thronsaal, um auf dem Kampfplatz mit den Waffen zu üben. Ich bin mir diesen Bedrohungen durchaus bewusst, Lorak, sprach Morak daraufhin weiter. Ich werde eine Armee aufstellen, groß und mächtig. Größer und mächtiger als alle anderen Armeen Astraguns. Meine Tochter wird eines Tages über die ganze Welt herrschen. Gebt Nachricht an die Landbüttel. Ich werde weitere Aushebungen anordnen. Ich werde die Zahl meiner Soldaten mehr als verdoppeln. Mindestens 100.000 sollen es binnen eines Jahres sein. Natürlich abzüglich derer, die für die Sicherung der Grenzen und Städte zuständig sind. Bei diesem Satz ging entsetztes Raunen unter den Beratern des dunkelelfenischen Königs und auch Lorak riss seine Augen weit auf. Und dann werden wir losschlagen, sagte Morak weiter. Es wird ein mächtiger Feldzug. Aber mein Herr, entgegnete Lorak, habt ihr die Kosten einer solchen gewaltigen Armee bedacht? Nehmt keine Rücksicht auf die Staatskasse, entgegnete der König. Das Geld holen wir uns zurück, und zwar von den anderen Völkern. Und so wurde die Zeit des Waffenstillstands genutzt, um eine riesige Armee der Dunkelelfen aufzubauen. Die noch Prinzessin Skadi sollte diese Strategie später fortführen. Morak und Mathilde erzogen ihre Tochter zur tyrannischen Königin, ohne zu bemerken, dass sie ein Monster heranzüchteten. Sie wurde unterwiesen in Politik, Kriegstaktiken und bekam eine eigene Dienerschaft. Auch eigene Kampftrainer wurden ihr zugeteilt, die sie im Gebrauch der Waffen unterwiesen. Sie sollte nach dem Willen ihrer Eltern das Dunkelelfenreich noch mächtiger machen und mit eiserner Hand regieren. Morak, könntest du vielleicht mal nach deiner Tochter sehen? Rief Mathilde durch den Thronsaal nach ihrem Mann in einem strengen Ton. Das Abendessen wird bald aufgetischt. Ja, meine Liebe, antwortete Morak unterwürfig. Ich eile. Und als Prinzessin Skadi ihre Trainingsstunden absolvierte, kam ihr Vater hinzu, um nach ihr zu sehen. Die Tochter nahm unter anderem ein riesiges, dickes Rundholz, groß wie ein Baumstamm, auf ihre Schultern, ging immer wieder in die Hocke und sprang in die Höhe. Dann ging sie in die Knie, nahm Steine, groß wie Felsbrocken, hob sie einzeln hoch und warf sie mit unglaublicher Kraft weit von sich. Bei derlei Übungen trainierte sie ihre Kraft und Ausdauer. Fasziniert schaute Morak zu und als sie mit ihrem Training fertig war, sagte er, »Wahrlich, du bist stark. Du hast die Stärke der Riesen und Dunkelelfen in dir. Du musst herrschen in Astragon.« Die narzisstische Riesen indes blickte verzückt in einen großen Spiegel, der in der Nähe des Kampfplatzes angebracht wurde. Immer wieder spannte sie ihre kräftigen, muskulösen Arme an. »Du wirst jeden Gegner zermalmen«, sprach der Vater begeistert weiter. »Kenne keine Gnade und dulde keinen Widerspruch, wenn du auf dem Thron bist.« »Wann werde ich den Thron endlich bekommen, Vater?« fragte Skadi ungeduldig und blickte dabei weiterhin in den Spiegel. »Bald«, antwortete dieser, »deine Zeit wird kommen. Es gibt für mich noch viel zu tun. Du willst doch schließlich mal ein möglichst starkes Reich erben, oder nicht?« Skadi schaute nur enttäuscht weiter in den Spiegel und schwieg. Das Verlangen nach dem Thron aber wurde in ihr immer stärker. Bald wurde ihre Liebe zur Macht größer als die Liebe zu ihren Eltern.
Die Prinzessin wurde immer ungeduldiger. Und als sie eines Tages ihren Eltern erklärte, dass es doch besser für sie sei, in den königlichen Ruhestand zu gehen und ihr den Thron zu überlassen, lehnten diese ab. Ein Fehler, denn wenn die Prinzessin etwas wollte und nicht bekam, konnte es passieren, dass so manche Person ihr Leben verlor. Skadi war es gewohnt, dass ein jeder tat, was sie wollte. Skadi übernimmt die Macht im Dunkelelfenreich. Und so kam es, dass die verzogene Tochter ihrem Verlangen nach dem Thron nachgab. Mit etwas Gift im Weinbecher ihrer Eltern half sie dem Ziel der Thronfolge nach. Gerade als Königin Mathilde und König Morak ihr Essen zu sich nahmen und von dem präparierten Wein tranken, griffen sie sich plötzlich am Hals, begannen zu husten, zu keuchen und um Luft zu ringen. Dann krachte die riesige dicke Mathilde mit ihrem Stuhl vom Essenstisch nach hinten zu Boden. Und auch Morak segnete das Zeitliche und saß sodann leblos in seinem Stuhl. Die Diener versuchten verzweifelt zu helfen, doch es war zu spät. Das Königspaar war tot. Als einziges Kind des Königspaars machte sich nun die Prinzessin zur Königin der Dunkelelfen. Dabei verließ sie es nicht aus, Agenten anderer Völker für den Mordanschlag verantwortlich zu machen. Skadi ließ sich nun zur Königin krönen und das Volk der Dunkelelfen verehrten sie bald wie eine Göttin. Stück für Stück eroberte Selius, der böse König der Menschen, und Skadi von den Dunkelelfen die Reste von Urix Reich. Doch die Zwerge sollten die ersten sein, die Bekanntschaft mit der neuen Königin machen werden. Ja. Okay. Yo. Würde ich mal sagen, okay, das ist jetzt schon 15 Minuten. Okay. Ja, ich hoffe, euch hat die Leseprobe gefallen. Ihr könnt mir noch ein bisschen ein Feedback geben. Soll ich die Leseprobe vielleicht noch länger machen oder kürzer? Oder ja, das war jetzt eigentlich auch bloß ungefähr von der Größe, nicht einmal ein Kapitel, was ich jetzt da gelesen habe. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was kann man noch besser machen oder ja, wie hat es euch gefallen? Ja, Feedback wäre natürlich schön. Und wie gesagt, vielleicht beim nächsten Mal behandle ich dann schon mal das Kapitel, was ich schon mal angefangen habe zum Schreiben, den Drachenlord. Wo ich mal ein bisschen erkläre. Ja, also Buch Astragon bietet alles, was das Fantasy-Herz begehrt. Drachen, Zauberer, Magie, magische Schwerter, Schlachten, Kriege, Kriegerinnen, Riesinnen, Riesen und am Ende dann noch die epische Schlacht, eben wie bei der Herr der Ringe. Wie gesagt, lest das Buch und kauft es natürlich und unterstützt meinen Kanal. Ihr unterstützt dann meine Schriftstellerei. Ihr helft mir dann auch, dass ich von Hartz IV wegkomme, was ja dann auch sehr gut ist. Ja. Okay, das war's mal soweit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht es gut und bis bald.